Krisengebiete gibt es viele auf der Welt. Syrien ist eins davon. Der mutmaßliche Giftgasangriff des Assad-Regimes, der bringt jetzt ein bisschen Schärfe in das Ganze. Die US-Regierung denkt darüber nach, Waffen an die Rebellen zu liefern. Was eine mögliche Waffenlieferung für den Konflikt bedeutet, darüber rede ich jetzt mit unserem Nahost-Experten, dem Hauptgefreiten Kilian Bayer. Hallo Kilian. Hallo Mirko. Eine Waffenlieferung in ein Krisengebiet führt natürlich immer zu einer weiteren Eskalation. Wenn wir uns jedoch die geplante Lieferung anschauen, die laut der Washington Post hauptsächlich aus Sturmgewehren, Munition und Panzerabwehrraketen bestehen soll, bleibt es absehbar, dass dies nicht zu einer Lösung des Konflikts führen wird. Das sagt auch der Professor Dr. Michael Stack von der Bundeswehr-Uni Hamburg im Fachbereich Politische Wissenschaften. Die Waffenlieferung durch die USA könnte im besten Fall aus amerikanischer Sicht gesehen dazu führen, dass zwischen dem Assad-Regime und den verschiedenen Fraktionen der Opposition wieder ein militärisches Gleichgewicht hergestellt wird, was derzeit nicht gegeben ist. Aber sie bringt sicherlich keine Entscheidung. Waffen und Munition gibt es sicherlich schon genug in Syrien. Es geht jetzt aber eher darum, die Waffen in die richtigen Hände zu geben. Die Amerikaner planen, Sturmgewehre, Panzerabwehrraketen und die dazugehörige Munition nach Syrien zu liefern. Nun weiß ich, wenn ich ein Paket verschicke, an wen ich das Ganze adressiere. An wen adressieren das denn die Amerikaner? Dazu muss man erstmal sagen, dass die syrische Opposition in zahlreiche Splittergruppen zerfallen ist. Wir haben als erstes diverse islamistische Gruppierungen, darunter die Al-Nusra-Front, eine Al-Qaida-Tochterorganisation. Dazu kommen nun auch tschetschenische Kämpfer, einfache kriminelle Gruppen, die kurdische PKK, eine terroristische Organisation, die schon seit Jahren für einen unabhängigen kurdischen Staat kämpft. Und zuletzt die Freie Syrische Armee, die sich das politische Ziel gesetzt hat, das Assad-Regime zu stürzen. Du siehst also eine Menge Interessengruppen. So bleibt die Frage, an wen liefert man die Waffen am besten? Wir wissen nicht, wie relevant diese Kräfte sind, wen sie repräsentieren und insbesondere auch, wie viel bewaffnete Rebellen eher auf der gemäßigten der demokratischen Seite anzusiedeln sind. Auch wenn die Waffen die richtigen Kräfte erreichen und zu dem gewünschten Erfolg führen würden, wäre Syrien trotzdem nicht stabil. Das Problem bedarf immer noch einer weiteren politischen Lösung. Verstehe. Also ein Sieg der Rebellen würde trotzdem nicht zu Frieden führen. Stimmt. In Syrien ist es nämlich nicht so, dass wir auf der einen Seite das böse Regime haben und auf der anderen Seite die gute Bevölkerung. Auch das Regime hat eine Vielzahl von Unterstützern in der Bevölkerung, wie zum Beispiel eine Mehrzahl der Aleviten. Es ist also tatsächlich ein Bürgerkrieg, das Land an sich ist gespalten. Assad kann keine Rolle mehr spielen als Person, aber hinter seinem Regime stehen eben durchaus unterschiedliche Kräfte in der Bevölkerung, ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, und ohne diese Kräfte mit ihren berechtigten Interessen wird sich auch ein neues Syrien nicht aufbauen lassen. Der Friedensprozess in Syrien wird wohl eine Weile auf sich warten lassen. Es bedarf also weiterhin einen politischen Dialog, um einen Frieden zu ermöglichen. Hoffentlich wird das geplante Zusammentreffen der Regierung und der Opposition bald in Genf einen ersten Schritt hin zum Frieden ermöglichen. Vielen Dank nochmal an dich, Kilian, und natürlich auch an Professor Dr. Michael Stack von der Bundeswehr-Uni in Hamburg.